Das glaubst du mir nicht, was uns passiert ist. Was ist für dich in der aktuellen Zeit das Gebot der Stunde? Wo kannst du Orientierung finden? Wo kannst du für dich Halt und Zuversicht finden? Vielleicht hilft dir das Beispiel. Das glaubst du mir nicht, was uns passiert ist. Wir sind mit einer Gruppe unterwegs und wir wussten, in diesem einen Restaurant, da gibt es die besten Marillenknödel der gesamten Region. Wir sind in dieses Restaurant gegangen, haben unsere Bestellung aufgegeben und dann hat es sehr lange gedauert und wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Und dann sind wir zum Chef des Hauses und haben gefragt, ist irgendwas mit den Marillenknödeln passiert oder ist unsere Bestellung vielleicht komplett untergegangen? Und der Chef des Hauses sagt, er schlägt beide Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Sie glauben mir das nicht, was uns passiert ist. Die gesamte Mannschaft hat sich vor 2 Tagen impfen lassen und die Hälfte der Mannschaft war sofort im Krankenstand. Und die andere Hälfte, die jetzt noch da ist, hängt komplett in den Seilen. Wir sind out of order, wir kommen überhaupt nicht zurecht. Okay. Also es kann dauern. Und wir haben uns dann gefragt, was können wir tun? Wie können wir jetzt helfen? Und einer von uns ist dann in der Küche aktiv geworden. Der andere hat dem Service geholfen, Teller zu tragen, Getränke zu tragen. Und ich war in der Schank und habe Getränke hergerichtet. Es war so ein Spaß. Es hat Freude gemacht. Die Gäste hatten eine Freude. Es war ein wunderbarer Zirkus. Richtig herrlich. Und dann sind unsere genialen Marillenknödel dahergekommen. Wow, die waren zauberhaft. Spontanität, Flexibilität, Freude, Lebenslust, Positivität. Ist das jetzt vielleicht die Gunst der Stunde oder das Motto, das uns Halt und Richtung gibt? Für mich ist das so. Genau jetzt ist es so wichtig, positiv, freundlich, aufrecht, spontan und flexibel zu sein. Und genau das wünsche ich dir auch, denn dann werden wir gut durch diese Krise durchkommen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!